Ich wollte immer mehrere Kinder haben. Es war halt nicht geplant, es ist passiert. Aber das Kind dann abzutreiben, wo ich ein Kind will, noch ein zweites, da gibt es für mich keinen Kompromiss. Als ich hörte, so, da kommt jetzt noch ein Kind, war es für mich der schwerste Moment. Und da habe ich echt gedacht, so, packen wir das oder packen wir nicht? Geht daran die Beziehung halt kaputt? Die meisten denken ja, wenn ich ein Kind mache, rette ich eine Beziehung. Das ist ja genau der Fehler. Weiter. Nach der Geburt wollte ich halt genau wissen, ich habe mir gesagt, wenn sie auf der Welt ist, dann guckst du als erstes mal in ihre Hand, weil die mit Down-Syndrom, die haben ja diese durchgezogene Linie, damit sie ganz klar geht, ne? Wollte ich halt schon für mich so abgehakt haben, dass jetzt wirklich alles in Ordnung ist. Man hatte sich jetzt darauf eingestellt, da ist ein Kind und das kümmert man sich komplett. Was passiert, wenn das zweite kommt? Das hat echt gedauert, bis ich das verarbeiten konnte. Ne? Jetzt noch ein Kind und ich meine, meine Frau ist ja auch sehr konsequent. Die sagt dann auch, nee, streit mich ab, ich krieg's auf jeden Fall. Dann, der Vorteil daran ist, man muss sich ja dann, man hat dann nicht mehr die große Wahl. Man muss sich dann echt damit auseinandersetzen und sagen, okay, es kommt jetzt, was mache ich denn jetzt? Und nicht, wie kriege ich es umgestimmt? Ja, das Ding ist ja dann gegessen. Zeit verbringen Sie denn so mit Ihrem Hobby? Das ist meistens so ein 2 Stündchen abends, wenn die Kinder im Bett sind. Und meistens geht meine Frau ja dann auch ein bisschen eher im Bett, weil sie ziemlich fertig ist. Ja, und dann kann ich mich noch ein bisschen hier unten runterbringen, indem ich ein bisschen male. Hi. Hallo. Hi. Schläft sie. Ja. Du bist wach, ne? Was hätten Sie denn gemacht, wenn jetzt beim zweiten Kind auch ein Down-Syndrom diagnostiziert worden wäre? Erstmal hat man geguckt, hat sie Organschäden, oder gibt es Organschäden, wie ist die Entwicklung jetzt noch im Mutterleib und wäre das genauso unauffällig gewesen wie bei Christina, dann wäre es für mich überhaupt keine Frage gewesen, es zu bekommen. Weil und ich brauche gar nicht drüber reden, weil ich hätte eh keine Chance. Nee, also man ist dann schon froh, wenn das andere Kind eben nicht diese Problematik hat. Im Nachhinein, jetzt wo du fragst, ja, bin ich froh drum, dass es nicht so ist. Ganz klar. Ja, doch. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, ganz klar. Bin ich froh drum. Weil das wäre natürlich dann noch mehr Arbeit. Ne? Harry, wie geht es dir denn?
ja, soweit Umständen entsprechend. Ne? Also klar, eigentlich gut. Mhm. Eigentlich gut. Hm. Ja. Da schaffst du es nicht, ne? Da ja, super. Zieh erstmal den anderen Schuh aus. Steffi. Ja. Ich bin Vollzeit und meine Frau ist halbtags. Anders würde es nicht gehen, oder? Nein, also nicht bei dem Alter. Komm, geh mal runter. Der Papa muss arbeiten, Christina. So, wir gehen jetzt frühstücken. Also die Behinderung, das heißt ja nicht umsonst behindert, weil es halt im Leben behindert. Ne? Auch wenn das Wort immer so ein bisschen negativ klingt, aber es ist tatsächlich so. Beispielsweise wir gehen raus, spazieren und wenn ich dann einmal Stopp sage, Helena hält da noch an vor der Straße. Christina, die würde weiterrennen. Also da kann man nicht mit Stopp, reicht nicht, da muss man schon hinterher rennen. Es gibt schon Momente, wo ich sage, schade, das tut mir dann leid für sie. Ne? Weil man weiß, sie wird halt eben diese Behinderung haben. Und vor allen Dingen weiß man nicht, wie reagieren die Menschen, die Umwelt auf sie. Die Menschen sind halt eben doch nur Menschen. Ne? Und die sind halt nicht immer nett. Wieder zu den anderen Tellern draufstellen. Wunderbar. Genau. Und dann kommt Erschwernis halt dazu, dass Christina halt eben die zwei Kinder Aufmerksamkeit braucht oder dass man das halt öfters wiederholen und öfters machen muss. Ja? Im Endeffekt sind es drei Kinder, genau. Helena, wie wär's mal etwas trinken? Helena, du hast die Milch gerade getrunken, ne? Christina, du einen Schluck trinken? Ach komm, trink mal einen Schluck, bitte. Viele Außenstehende sagen auch, ja, überleg mal. Christina hat das Down-Syndrom, ne? Und dann denke ich, ja, na und? Aber es stimmt schon, es ist halt mehr, ne? Sie wird noch gewickelt, du musst ihr 100-mal was sagen oder sie hört gar nicht hin. Meinst du, die hilft jetzt jemand? Dann steig doch rüber. Du musst mir jetzt knatschen, deswegen. Oh. Dann wein dich mal aus. Nein, ne? Was ist so das Gefühl oder da die Stimmung, die so überwiegt im Moment? Wie würdest du das beschreiben? Genervt. Genervt und einfach nur erschöpft. Ich bin schon ruhiger als Steffi. Steffi ist schon ein bisschen aufgewühlter. Nervöser und schnell mal, ne? Wo ich dann sage, also das glaube ich schon. Das hat sich auch verändert bei ihr? Ja, ja. Es fängt manchmal schon morgens an. Dass ich dann, wenn die Kinder wirklich dann wach werden und aufdrehen, und dann denke ich mir, boah, jetzt haben wir erst 8 Uhr morgens, könnte es nicht schon 20 Uhr sein? Und dann habe ich dann schon nach 2 Stunden wach sein die Nase voll eigentlich. Ne? Weil dann komm ich mit dem Haushalt nicht hinterher oder dann liegen dann noch in der Woche Arzttermine an oder alleine, dass ich im Haus was schaffen muss, was ich mir vorgenommen habe. Dann sind ständig am Anfang, die ersten 3 Monate des Jahres, waren die Kinder fast nur krank. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich war überhaupt nicht mehr arbeiten. Und jetzt? Na, geh mal rum, auf die andere Seite von der Couch. Geh mal rum, zur anderen Seite. Pass auf, aber auf Helenas Turm musst du mal hier aufpassen mit deinem Fuß. Das sind zum Beispiel so Sachen. Hat sie jetzt keine Lust drauf gehabt und hat deswegen nicht reagiert? Hat es nicht verstanden? Nicht klar. Nee. Eigentlich müsste sie das schon verstehen, wenn ich sage, du kannst rumgehen. Ja, das private Umfeld, das leidet auch drunter. Auch mit Harry und mir, das läuft dann auch nicht alles rum, wenn wir so gestresst sind. Und das belastet dann zusätzlich auch noch mal. Der fällt gleich um. Der fällt um?
manchmal fallen schon so Sätze, ja, eigentlich wollte ich überhaupt keine Kinder. Aber da rein, da raus, das ist so und ich weiß, wie er es meint. Ich weiß, er liebt sie über alles, er wird es niemals hergeben und von daher kann ich die Sätze schenken. Moment, lass den Krümel mal, den tun wir weg. Den saugen wir gleich weg. Oh, wer kommt denn da? Der Papa. Der Papa kommt. Ja, dann los. Hi. Hi. Da. Na? Nein, da. Ja, da. Was ist da? Es ist jetzt kein Leid oder sowas, wo wir sagen, oh, hätten wir das gewusst oder so. Nee, das ist ja Blödsinn, das wusste man ja. Aber man merkt, es wird halt anstrengender. Ne? Ja, jeder fragt mich so, habt ihr überhaupt noch Zeit für euch? Nö, das kann ich ganz klar sagen. So, ne? Für Zeit für uns beide haben wir zum Beispiel gar nicht. Ich bin aber auch müde. Irgendwann bin ich dann nur noch gereizt und genervt wegen Kleinigkeiten, die überhaupt nicht nötig sind. Und dieses tägliche Rummuffeln und da fragt man sich dann irgendwann, brauchst du das noch? Na super, das sieht ja toll aus. Wer räumt das wieder auf? Wenn die Kinder dann auch irgendwann mal schlafen, so, dann ist es nur so gerädert, dann ist, ich habe dann meist noch nicht mal Lust, Fernsehen zu gucken oder so. Ja, wie gesagt, dann gehe ich runter und versuche mich dann irgendwie mit Malen ein bisschen runterzubringen oder sowas. Ja. Also wir haben beide schon für uns auch gedacht, geht das so weiter? Wollen wir uns trennen? Warum sind wir noch zusammen? Warum trennen wir uns nicht? Du weißt, wo das Problem ist, aber dann kommst du wieder in diesen Alltagstrott rein. Und dem kannst du schlecht entfliehen. Das ist für mich so ein Rad, ne? Es dreht sich immer weiter und wir stehen morgens auf, muffeln uns vielleicht mal an und dann ist auch schon wieder Abend und... Die sitzen auf einer Erdbeere, hast du das gesehen? Auf einer Erdbeere? Ja, ich will mal mitgucken, was da drin ist. Ja, was ist das denn? Eine Erdbeere. Eine Erdbeere. Erdbeere. Ich möchte nicht da sitzen und die ganze Zeit irgendwie drüber nachdenken, ist das jetzt schrecklich oder nicht? Es ist nicht schrecklich, es ist halt so, wie es ist. Schreiben wir nachher mal rein. So Momente, wo ich ihn dann mit den Mädels toben sehe. Ich denke, ey, will ich gar nicht, dass das nicht mehr da ist, auch wenn der Rest momentan echt nicht toll ist, ne? Aber ich finde, das ist so ein, für mich so eine Art Aufgeben und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Weil das ist für mich auch keine Option, null. Du setzt ja keine Kinder auf die Welt, um mich dann irgendwann zu trennen, nur weil es ein bisschen schwieriger wird. Ich meine, man gibt sich auch ein Versprechen. Oh. Nein. Auf gar keinen Fall. Christina, räum mal bitte die Steine ein. Die sind zum Bauen. Ja, und wenn ich jemandem sage, so guten wie in schlechten Tagen, so, dann ist das halt in guten wie in schlechten Tagen Feierabend. Und man sagt, meine Frau muss ein Freund sein, mit dem ich auch ins Bett gehe. So. Freunde sind wir geblieben, das bleibt ein bisschen auf der Strecke. Glaubst du denn, dass ihr zusammenbleiben werdet? Ja. Ich hoff's. Ich wünsch mir das. Ja. Da! Doch. Da, ja. Bitte?